Okay, wir sollten vielleicht dann anfangen mit diesem Philo-Ding, I guess. Was muss ich da gucken? Weil, on Gott, ich werde kein Kuchen-TV-Video gucken jetzt. Das wird nicht passieren. Können wir Schön, dass du wieder irgendwas da anderes bist. gucken? Guck German for Media auf Twitter. Ich habe nur das Statement gesehen von Philo. Ich weiß ungefähr. Alpha Kevin hat ein Video gemacht. YouTube News mit Mr. Trashback. Ja, wirklich, also man kann vieles über Mr. Trashback sagen, aber Intro hatte er ein Killer-Intro, what the fuck. Tage war die Gamescom, ich habe wieder viele von euch gesehen. Es war scheiße voll, aber gleichzeitig auch eine wirklich geile Zeit. Ey, wirklich, ich bin so froh, dass ich die Gamescom skippen konnte, ne? Ich hätte so gar keinen Bock gehabt darauf. Heilige Scheiße. Ich hätte Danke nur Bock für gehabt Donuts, drauf, so Kid. auf so Meet und Greet Trotzdem mäßig, schön, aber dass alles du wieder da drumherum hatte ich bist. gar keinen Bock gehabt drauf. Holy shit. Denn der YouTuber Cisco Chi äußerte massive Kritik gegenüber Red Bull, beziehungsweise gegenüber Philo und auch Zabex. Er Alter, meinte nämlich. Zabex, Junge. Okay, also alles, was ich bis hier mitbekommen habe, ist, irgendwer konnte nicht in die Red Bull Lounge. Philo hat im Podcast irgendwie Scheiße drüber gelabert. Philo und Zabex haben sich entschuldigt. Philos Statement finden alle kacke, Zabex Statement finden alle mega geil. Das ist alles, was ich bis jetzt weiß. Keine Ahnung. Dass er anfangs von Gucken wir Red mal. Bull akkreditiert wurde für diesen Bereich und genau kurz vor dem Event, beziehungsweise ja schon während Das des ist die Events, ganze wurde er dann Story, plötzlich wieder okay. abgelehnt. So, ja, passt, passt, passt. Angenommen. Alles top. Alles super. Das war am 17.8. So, am Mittwoch, den 23. Ja, das müsste so ziemlich der erste Tag der Gamescom gewesen sein, glaube ich. Hab ich. Ey, kurze Frage. Ist Cisco G Iconix? Ist das dieselbe Person? Weil dann habe ich doch auch früher mal mit dem gestreamt, oder bin ich dumm? Ich meine, ich hätte früher mal mit dem H1Z1 gestreamt. Vor fucking 9 Jahren oder so. Wie random, ja. Es ist mir als. Ich hatte so Screenshot gesehen, wo Leute geschrieben haben, hey, er hat früher auch irgendwie mega viel Scheiße gepostet. Und, ja. Habe ich dann plötzlich noch eine E-Mail bekommen. Vergesst nicht, ja, ich wurde bereits angenommen. Es fällt uns nicht leicht, diese Nachricht zu schreiben, da wir am liebsten jeden einzelnen von euch in unserer Lounge begrüßen würden. Leider sind die Plätze im Red Bull Creator Club begrenzt und für dieses Jahr konnten wir dir leider keinen Platz im Red Bull Creator Club reservieren. Wir wünschen dir trotzdem eine unvergessliche Zeit. Das ist natürlich äußerst weird, denn. Die E-Mail habe ich auch bekommen. Desi, das lag aber nicht daran, dass dich irgendwer rausgeschmissen hat, sondern dass du niemanden juckst einfach. Ey, aber nice try, vielleicht nächstes Jahr. Stell dir mal vor, die Voraus. Oh Mann, na, Bruder, tut mir leid, Mann, tut mir leid. Aber man verpasst da auch nichts so Krasses. Also, das ist immer schon sehr geil, aber da ist jetzt auch nicht die Überaction. Also, so, da stehen halt Leute rum und es gibt. Ah, ja, gut, okay, es gibt halt Free Alkohol, das ist ganz nice. Und halt, obvious, Free Red Bull und so. Für dein Kommen ist, dass du auch in den Creator-Bereich. Oh, Burger gab's? Was? Bruder, man ist einmal nicht da, Digga. Red Bull auf einmal Burger mit am Start. Sorry, okay, gut. Cool, Bruder. Nächstes Jahr wieder keine Burger. Ich sehe schon kommen. Weißt du, Bruder, man ist einmal nicht Gamescom. Wichtiger zeigt einfach sein Gesicht. Es gibt auf einmal Burger bei der Red Bull Lounge. Super. Kommst und am selben Na Tag, als toll. du dann dort in diesen Eingangsbereich rein willst, sagen die dir einfach, nö, du bist nicht akkreditiert. Somit wäre dann die Buchung hinfällig, die gesamte Reise wäre hinfällig, da du halt einfach nicht den Rückzugsort bekommst, den du eigentlich wolltest und was auch schon vereinbart wurde. Wie es dazu gekommen sein soll, sage ich euch jetzt gleich, aber wir kennen bisher nur eine Seite der Medaille, deswegen können wir uns jetzt gerade Okay. nur darauf beruhen, deswegen müssen wir abwarten, was dann noch die andere Seite dazu sagt. Denn angeblich sollen Philo und auch Zabex persönliche Probleme mit Cisco Chi haben, weshalb sie dann von Red Bull angeblich ausgeladen wurden. Ob das so stimmt, weiß man nicht ganz genau. Cisco schilderte den Fall aber hier genau so und blendete danach noch diesen Podcast hier ein. Man hätte sich fragen können, Ah, wie ist okay. es passiert, warum ist Das es habe ich noch nicht passiert, gehört. wer hat es gemacht? Ja, aber all diese Fragen müssen wir uns zum Glück nicht mehr selber beantworten, denn das hat der gute Philo ja schon erledigt. In seinem neuesten Podcast mit Zabex spiele ich das jetzt einfach mal so komplett ab. Weißt du, wer sich beworben hat? Nee, wer? Cisco G. Scheiß mir die Hose. Echt jetzt? Jo. Bitte sag mir, er wurde nicht angenommen. Wurde er angenommen? Er wurde initial angenommen. Ah. Dann habe ich den Namen gelesen. Und dann wurde er abgelehnt. Nein. Ah, Felix, ich okay, lutsche ich deinen check, ich Schwanz. check. Ich lutsche Ah. dir deinen Schwanz. Ah. Wirklich? Na klar. Sag Wallah. Wallahi Ja. sogar. Bruder, das wäre auch Quatsch. Also das ist wirklich. Aber ich habe keine Ahnung, wer er ist. Also, you know? Ich meine, die geilen sich da schon ziemlich drauf auf und ich check das. Da haben sich ja beide schon entschuldigt. Also, ich habe Zabex Statement nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus. Felix hat sich schon entschuldigt. Ja, das habe ich gesehen. Philo hat schon gesagt, dass er das übelst cringe fand. Im Nachhinein gesehen, wie er dann sich in der Podcast-Folge verhalten hat.
Check ich auch. Du hast keine Ahnung, wer Zavex ist? Doch, ich weiß, wer Zavex ist, Bro. Ich meine, ich weiß nicht, wer Cisco ist. Ich habe nur so, okay, alles, was ich halt da weiß, ist, ich habe früher mal mit dem für so 2 Monate Age of Zero gestreamt. Keine Ahnung, da war das einfach normal. Also, der war einfach normal Guy. Wir haben einfach normal Shit gelabert. Vor 8 Jahren oder sowas. Und alles, was ich weiß, ist, dass er irgendwie GTA Roleplay macht und irgendwas mit Adolf Hitler, 1945 GTA RP, sowas habe ich gesehen. Nach der Aktion, das hätte einfach nur Stress gegeben da. Ja, ja, ja. Das wäre ganz geil. Ey, da sind so unglaublich viele Leute drin. Philo fühlt sich halt einfach nur moralisch überlegen, typisch für diese Menschen und die Bubble. I don't know. Ich glaube, was bei Philo halt gerade vielleicht so ein bisschen passiert ist, so, guck mal, er hat jetzt seinen Sabaton gemacht. Philo ist das erste Mal so ein bisschen am Poppen. Also im Sinne von, dein Channel geht halt ab. Wenn dein Channel abgeht und dein Viewcount steigt, dann steigt dein Selbstbewusstsein und es ist das erste Mal, dass das bei Philo passiert und vielleicht kann er damit einfach nicht so umgehen und dann ist halt die Scheiße da passiert. Obvious ist das nicht geil, das dann so von oben herab zu sagen, hey geil, ich hab den ausgeladen und so, und dafür hat er sich ja schon entschuldigt. Wir gucken auf jeden Fall weiter, ja. Aber keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich fühle sowas bei mir auf jeden Fall, seitdem ich so wieder 20.000 Zuschauer und sowas hab, ich fühle mich viel selbstbewusster und denke, ich bin der Krasseste. You know, also was passiert und da muss man aufpassen. Man muss aufpassen dann mit diesem Ego-Boost, den man bekommt. Und das hat er zum ersten Mal, was keine Ausrede dafür ist, aber das ist eine Sache, die da mit reinspielt, I guess. You know? Unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht auch was damals passiert ist mit den Clips, so, dass ich so dachte, ja, hey, ist viel, viel cooler, wenn dann die, obwohl das eher wirklich aus diesem, ich will die Best-Offs halt, also für, das Main-Ding war wirklich, dass ich wollte, dass die Best-Offs mehr Views bekommen. Darum ging es eigentlich. Aber ja, I don't know. Ey, ich wusste die ganze Zeit grinsen. Ich habe so fettes Grinsen auf dem Gesicht. Ja, klar. Bro, du glaubst nicht, was. Ich kann jetzt vieles. Ich kann ein paar Sachen, kann ich nicht im Stream erzählen. Aber das ist teilweise. Es ist wirklich witzig, was da alles ankommt, ne? Hast du noch ein bisschen Tee, was du so spillen darfst? Was ich spillen darf? Ja, irgendwie irgendwas, was du so aufgeschnappt hast. Also, basically, es geht jetzt gerade um diese Red Bull Lounge und das ist halt legit. Ich sag's, wie es ist. Letztes Jahr hat die Red Bull Lounge gecarried. Geile Leute. Geile Getränke, also es ist einfach so eine Area, wo Content-Creator chillen können. Es gibt ja diese Twitch-Area und sowas nicht mehr. Und das ist halt so, ist einfach geil. Du kannst halt mit den Leuten schnacken. Also ich finde, das hat für mich die Gamescom 2022 gecarried. Mhm. Fette Shoutout Red Bull an der Stelle. So, darum geht's jetzt quasi gerade. Cisco wurde abgelehnt. Ne? Geil, ey. Ja, nee, passt nicht zum Wertesystem. Macht halt nur Trollscheiße, fuckt Leute im Internet ab. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ja, ich habe keine Ahnung, was er macht, oder? Ich hab's jetzt so verstanden, dass er aber schon, also Cisco, dass er schon ein kritischer Guy ist. Aber ich habe null Informationen. Aber das ist das, was ich mitbekommen habe. Keine Ahnung. Ich glaube, Cisco oder Red Bull Lounge. Ich bin da auch nicht die Instanz, die das entscheidet. Das entscheidet ja immer noch Red Bull, aber ja. Naja, ja. Na? Geil. Ey, wenn das hier ein Cisco-Fan ist, dann würde ich mal. Dann würde ich mal 33 Minuten. Der hat mich mal gestreamt. Ey Leute, der Roh hat mal gestreamt, Freunde, dann raus mit dem. Ja, Bro, keine Ahnung halt. Wie Philo schon gesagt hat, am Ende des Tages hat Philo jetzt nicht die Ultra-Hebel da in der Hand, dass er da jemanden wirklich rausschmeißen kann. So, ne? So, er kann halt die Empfehlung seinerseits geben oder sowas. Es ist halt über cringe, wie die sich halt dann jetzt hier halt darauf aufgegeilt haben. Ich check das, dass Leute das haten, zu Recht. Aber die beiden haben sich dafür entschuldigt, you know? Ja. I don't know. Tatsächlich, so ist es passiert. Tut mir leid, also das auf dem Rücken von Red Bull auszutragen oder sogar auf dem Rücken von dieser komischen One-Up-Management-Agentur, was auch immer, wo er wohl auch ein Teil von ist, weiß ich nicht, ob das so schlau war. Also an der Stelle ist es schlichtweg schwierig, Red Bull an sich die Schuld zu geben, weil die vielleicht auch nicht die Hintergründe wissen, aber sich in Podcasts darüber lustig zu machen, dass Creator, die übrigens schon akkreditiert wurden, wieder ausgeladen werden, das wirkt schon sehr, sehr hochnäsig. Und es wirkt dann halt auch so, dass Streamer, wie beispielsweise Philo oder Zabex, aufgrund persönlicher Meinungen einfach andere Streamer oder YouTuber einfach ausladen können. Und das ist halt wirklich komplett mies. Denn weder Kaiser, Herr Newstime, ich und noch ganz viele andere Creator, die wurden dort übrigens nicht mit angenommen, die wurden abgelehnt von dem Red Bull-Bereich. Schade. Und stellt sich halt die Frage, warum ist das eigentlich so? Liegt es jetzt an persönlichen Gründen? Weil könnte ja jetzt möglicherweise sein. Oder liegt es daran, dass Red Bull einfach gesagt hat, nö, bis hier und nicht weiter und wir nehmen euch nicht an, was gar kein Problem ist, ne? Also ich beschwere mich darüber nicht. Ich weiß nicht, man, irgendwie, vielleicht liegt es aber auch daran, dass das, was ich vorhin meinte, dass ich das halt so super subjektiv irgendwie sehe. Aber ich habe null Informationen zu Cisco, scheiß auf ihn. Aber ich überlege halt so, wenn es jetzt jemanden gibt, wo ich denke, das ist wirklich eine kritische Person. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, ohne dass ich von einem Anwalt, dass da ein paar Ordner geöffnet werden von Anwälten, von einem Streamer, der, you know,
Da fällt mir jetzt von da an keiner ein. Aber wenn ich jetzt so denke, oh, der, den, ich finde nicht, dass der hier, dass das fittet. Und, you know, und die ausführende Kraft hat da jetzt nicht die Insights auf diese Person. Dann würde ich da auch aber einmal sagen, ey Leute, seid ihr sicher, dass ihr den einladen sollt, wollt? You know? Er meint Reefed, ja genau. Ich meine Toni. Toni, raus aus der Red Bull Lounge! Also keine Ahnung, ich irgendwie den Part, ich denke dann halt auch so, ey, seid ihr sicher, dass, also, seid ihr sicher, dass das smart wäre? Dann der Part in dem Podcast ist cringe, aber das andere weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie das abgelaufen ist, aber so, ich weiß nicht, Mann. Also das war so mein erster Eindruck, als ich das gelesen habe. So, ich würde das, ja, vielleicht ist es ein L-Take für euch, keine Ahnung, aber es, ich würde das nicht based auf, ich habe ein persönliches, wenn ich ein persönliches Problem mit jemandem habe, dann damit hat es nichts zu tun. Aber wenn ich denke, dass es wirklich nicht das Werteding verdings, wie sagt man das, verfolgt, was Red Bull oder diese Creator Lounge da verfolgt, dann würde ich das auf jeden Fall mal erwähnen. Hey Leute, seid ihr sicher? Den Part mit dem Podcast würde ich dann weglassen, ja. Das ist cringe, das check ich. Also der Podcast von den beiden hat halt gezeigt, dass die teilweise eine Entscheidungsmacht haben, wer jetzt angenommen wird und wer nicht. Zumindest wirkt das einfach so. Und das ist jetzt, würde ich einfach mal meinen, gar nicht mal so geil für Red Bull. Ich glaube auch nicht, dass die das wollten, dass Streamer sich im Podcast so darüber lustig machen. Nee. Und eine Sache möchte ich zudem einfach mal noch sagen. Menschen, die sich jetzt extrem feiern lassen, weil sie dort in diesen Red Bull-Bereich gekommen sind, auch wenn ihr euch dafür pusht und denkt, dass ihr jetzt etwas Besseres seid. Was sind wir. Natürlich nicht bei jedem der Fall ist. Es ist doch maximal unangenehm, wie Realität. Letztes Jahr ist jemand mit dem Motorrad da hochgefahren, Bro. Das konnten wir live sehen. Jetzt fern scheinbar einige YouTube. Nein, keine Ahnung. Es ist cool da, aber es. Also, es ist halt sehr geil, dass man da mal einen Rückzugsort hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt überkrank was verpasst. Wo ein Streamer dort sind. Es kam da nämlich Tweets von Leuten, die dort auch in diesem Bereich drin waren und die haben folgende Situation geschildert. Wenn mir die Red Bull Area auf der Gamescom etwas gezeigt hat, dann, dass manche Influencer sich über jede Regel stellen und die Nase dabei über uns allen tragen. Ich weiß gar nicht, wie viele Influencer ich gesehen habe, die sich einfach vordrängeln, nicht mehr anstellen oder sogar laut, ich muss mich hier nicht mehr anstellen rufen. Also, boah, Digga, chillig, Alter, da wäre ich sowas von dabei gewesen, wenn ich da gewesen wäre. Hey Leute, ich muss mich übrigens nicht anstellen. Und dann schön so jemand kriegt gerade so seinen Burger in diesem Burgerbereich, kriegt er gerade so seinen Burger rausgereicht und du nimmst den einfach so im, du kommst von der Seite, kommst so deine Hand, Bruder, du nimmst einfach diesen Burger, Bro, und gehst einfach. Danke, ich bin Papa Platte. Zack, und weggegangen. Bro, holy shit. Ja, sowas ist ultra cringe. Nie verstanden, warum Leute so sind, man. Actually ist Marsha so, aber ohne, dass sie Reichweite hat. Wir waren mal bei einem Left Boy-Konzert und wir mussten da eine Stunde 30 im Kalten stehen. Und die Frau meinte so, dass ich kurz mal hier warten soll. Und auf einmal kamen die 30 Sekunden später mit unseren beiden Jacken wieder. Auf ganz Sponto. Ich kenne niemanden, der so dreist ist. Ich muss aber mal komplett los. Aber warum genau haben jetzt eigentlich Sabex und Philo über Cisco Chi so negativ gesprochen? Cisco hatte dafür nur eine Erklärung und wie gesagt, wir kennen wirklich nur eine Seite. Deswegen müssen wir noch abwarten, was später Philo sagt oder auch Sabex dazu sagt. Aber Ciscos Erklärung war folgende. Und zwar hatten Cisco Chi und Orange Morange bei einem Rust-Event gegen Philo und auch Sabex gewonnen. Und dann kam es irgendwie zu ein paar Auseinander. Okay, aber da meinte Philo auch schon in seinem Statement, das habe ich ja schon gesehen, dass das nicht das ist. Ich glaube, ich kenne Philo gut genug, dass er jetzt nicht jemanden auslädt, weil er in einem Rust-Event verloren hat, Bro. Digga, what the fuck? Untersetzungen und das war's. Aber es wirkte jetzt nicht so wie eine große Sache. Da ich jetzt aber natürlich keine genauen Details über diese Vergangenheit weiß, kann ich das jetzt schlecht beurteilen, ob das jetzt alles genau so gewesen ist, wie er das beschrieben hat. Wir kennen jetzt hier halt nur die Seite von Cisco. Sollte dem aber wirklich so sein, wie Cisco das in seinem Video geschildert hat, dann ist es halt einfach wirklich schwach. Ja, ich meine, Cisco, der trollt halt vielleicht im Internet bei GTA ein bisschen rum und nur weil er dort halt ein bisschen Scheiße labert, heißt es ja nicht, dass er menschlich so scheiße ist, dass es dann Streit gibt im Red Bull-Bereich oder so. Also das finde ich halt wirklich schade, dass man dann... Okay, Philo hat noch ein zweites Statement gemacht. Boah, 13 Minuten Brecher, Digga, oh Mann. Sagt, ey, zum Glück wurde der ausgeladen oder man hatte vielleicht sogar seinen eigenen Finger mit im Spiel. Ich selbst bin in wirklich sehr vielen Hinsichten bei weitem nicht der Ansicht von dem Skurros. Ich finde es eine sinnlos provokante... Digga, Skurros wieder für die nächsten 4 Wochen Stream-Content. Oh Mann, Alter... Nee, ebenfalls ey, sehr wieder alle Ordner aufgemacht. Und auch manche Einstellungen von ihm ziemlich kritikwürdig. Das habe ich ihm auch schon privat gesagt. Ey, Mann, no joke. Es muss doch, also versteh mich wirklich nicht falsch, aber es muss doch so langweilig sein, wenn dein Content nur darauf based ist, dass du Drama von anderen Leuten oder dein eigenes Drama, die ganze Zeit, nur Drama, es ist nur Drama ist dein Content. Bro, es ist, also holy shit, so boring. Ich stell mir das so langweilig vor. Du kommst online, redest 4 Stunden über Drama und gehst dann offline.
Phil hat besseres Statement hochgeladen. Ja, gucken wir gleich. Bro, er trollt einfach in RP, muss man ja nicht feiern. Und im Hitler-RP hat er sich darauf direkt distanziert und sich gefragt, wie sowas überhaupt erlaubt ist. Okay, keine Ahnung, Bro. Ich bin wirklich nicht so im Thema drin. Aber als wir uns gesehen haben, dann konnten wir auch respektvoll miteinander reden, ohne Tobi, dass es Probleme gab oder der eine dem anderen einen reinhauen wollte. Also nur, weil man jemanden im Internet nicht feiert, heißt das nicht, dass man sich jetzt privat irgendwie unbedingt beefen möchte, sondern man will halt trotzdem eine ganz angenehme Zeit haben. Das nur dazu. Aber wir wissen jetzt natürlich ins Detail nicht ganz aber genau, was zwischen Sisko und Sabex und so weiter keine vorgefallen Sorge. Ist. Nur so in einem Podcast darüber Thema zu lachen, dass jemand ausgeladen wurde, ist halt ziemlich wack. Ich meine, das wirkt halt ziemlich unsympathisch. Und es kommt halt auch so okay, rüber. Okay, hier kommt jetzt nur noch 3 Minuten Gelaber von Alpha Kevin, oder? Was ist hier noch? Aber das geht noch weiter. Als würden die sich halt über das Phoebe-Thema wird noch angeschnitten. Oh, warte, das will ich aber noch sehen. Das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Der Beef ist fucking cringy, ein weitaus interessanterer Gamescom-Skandal. Ja, Freunde, willkommen. Ich wurde angepisst von einem Influencer. Der Piss-Skandal. Oh, Bruder, was zum Fick, Digga. Nee, ganz kurz, Freunde. Und diesmal, diesmal nicht so formal. Oh, das ist geil, da können wir doppelt da. Ich habe das probiert, formal auszudrücken und ein bisschen sachlicher. Ich glaube, deswegen kannst du eigentlich nicht so doll an. Verstehe ich auch wirklich. Ich habe mir auch mein initiales sachliches Statement nochmal angeguckt. Und ich verstehe, warum da vieles nicht so rüberkommt, wie es halt, wie es rüberbringen wollte. Und zumal ich ja auch gestern, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, gestern um eine gottlose Zeit zwar, aber trotzdem gestern, heute dann dementsprechend. Es gab einen Twitter-Space gestern, in dem ich war. Es gab einen Twitter-Space zu einer gottlosen Zeit, es war 2 Uhr nachts oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube so um den Dreh 2 Uhr nachts. Hey, Bruder, es gab noch nie normale Gespräche oder normalen Content in einem Twitter-Space. Seid ihr schon mal in einen Twitter-Space reingegangen, habt zugehört und dachtet so, hey, das sind alles normale Menschen hier. Ist das schon mal passiert? Genauso wie es noch nie passiert ist, dass man in den TikTok-Livestream gegangen ist und gesagt hat, hey, das ist echt entertaining hier, das sind normale Menschen. Noch nie passiert. Wir waren in meiner Küche und war ebenfalls in dem Space und da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. In dem Space, zu sehen, sind Bilal, Crackspy, Snipska, Crowy, meine Wenigkeit, Montana, Black 88, Daniel, Robin Muff und halt andere ZuhörerInnen. Aber die Speaker war eben dieser Kreis. Und initial ging es in diesem Space um einen Beef zwischen Bilal und Crackspy oder um eine Auseinandersetzung zwischen Bilal und Crackspy, beziehungsweise irgendwie mit Monte. Crackspy hat mal wieder irgendwas Dummes getweetet. Und nichts Neues. Und da musste da ein Beef geklärt werden. Warte mal. Der Space wurde aufgemacht, damit Crackspy Beef. Das habe ich auch verpasst? Ich habe nur gesehen, Monte dachte, ich hate ihn, aber habe alles geklärt. Ah, okay. Ich hab gesehen, dass ich was getweetet habe. Dann hat da drunter Crackspy was getweetet und dann hat Monte geschrieben, L plus Ratio. Und dann hat die Ratio aber nicht geklappt und hat den Tweet gelöscht. Boah. Das habe ich gesehen. Wow. Wow, das war toll. Das war gute Arbeit, Bro. Das war krass. Das war toll, wirklich. Das sage ich mir das Herz auf. Werden. Und at some point wurde ich, beziehungsweise mein Arsch, statt jemand gesehen. Auch die Nein, er hat es gelöscht, weil es keinen Sinn gemacht hat. Die wäre durchgegangen. Ah, okay. Maybe. Aber es wirkte so, als hätte das nicht geklappt oder so. Aber so kam es für mich rüber, das fand ich sehr witzig. Statement und auch die ganze Sache generell. Okay, ich will kurz hören, was er sagt. Wir reden da gerade drüber, vielleicht gehe ich da jetzt einfach rein. Bin rein und wurde dann da eingeladen und dann habe ich das dann nochmal ganz klar ausgedrückt. Auch mit der Frage, die mir da Daniel gestellt hat. Weil ich meine, das ist halt was halt, ne, ich stehe da lächerlich da, ich sehe da lächerlich aus und das ist auch einfach true. Also es wird einfach lächerlich in der Situation gewesen, ja. Dieses Bild ist ja nicht umsonst existent. Und was soll ich sagen? Ja, das ist es halt, ne? Das ist das halt. Genauso sehe ich aus, so lässt mich die Situation darstellen und dagegen kann ich halt nichts sagen. Fakt ist halt, dass ich Scheiße gebaut habe. Diese Scheiße wollte ich mit dem ersten formalen Statement einfach schon erklären. Aber ich glaube, es hat bei manchen vielleicht für noch mehr Verwirrung gesorgt. Und war vielleicht auch nicht so straight to the point. Ich habe es, wie gesagt, sehr formal ausgedrückt. Ich glaube, einige Leute verstehen das halt einfach nicht und brauchen das ein bisschen mit Erklärungen, mit Bildern, was weiß ich. Bro, das gibt mir so ein bisschen so, Kevin, ich erkläre, warum meine Clips und bla bla bla, Flashback, you know? Dass so die ganze Welt denkt, so Philo ist jetzt der übelste Hurensohn. Und so, und er ist so, egal was er macht, so, es ist so Schachmatt für ihn, so. Also, der Punkt ist, ich habe einfach major Scheiße gelabert und mich wichtiger gemacht, als ich bin. Hat er. Ich habe mich cooler fühlen wollen, als ich bin. Und das ist einfach unglaublich peinlich und cringe von mir gewesen. Und, Ja, das ist es, was es ist. Das ist das, was ich meinte halt, Bro. Es gibt einem halt wirklich, wenn man View-Count, wenn View-Count und Sub-Count sich steigert und man halt vielleicht auch, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch auch Geld, dann kriegt man einen unfassbaren Ego-Boost. Ich glaube, das kann jeder vielleicht irgendwie nachvollziehen. Gerade die ersten Male, wo das passiert, und das ist bei Philo das allererste Mal, dass das wirklich passiert. Ich meine, der Mann hat gerade 5000 Subs in diesem Clip. Was crazy viel Geld ist. Und das erste Mal, wo mir das passiert ist, habe ich insane Scheiße gebaut auch. In meinem, zwar nicht im Public, aber eher im Real Life. Aber ich habe auch, also man, es ist eine Art Macht, die man bekommt. Und wenn die so schnell kommt wie bei Felix jetzt quasi, dann ist es schwer damit umzugehen, you know? Und shit passiert halt. Also der Texting-Incident, ja genau.
Also so, es passieren halt Dinge, die, you know, es ist dann schwer, so damit umzugehen, was trotzdem natürlich die Situation nicht besser macht. Also trotzdem ist es scheiße, was er gemacht hat, und das im Podcast war auch Arsch. In dem Fall tank ich halt diese Kritik, weil die ist vollkommen berechtigt. Ja. Es ist, das, was ich da gerade abkomme für dieses Verhalten, ist berechtigt. Ja, ist berechtigt. Das relativiert sich dadurch nicht. Ja, ist einfach unglaublich peinlich. Dieser Clip, den ihr gesehen habt aus dem Snipska-Stream, wo ich da wieder übernerd, wie ich ja aussehe, halt sage, rat mal, wer die Liste macht. Weißt du, wer die Liste macht? Lässt mich unglaublich lächerlich aussehen. Und ja, ich bin auch lächerlich in diesem Punkt. Also ich wollte mich da einfach wichtiger fühlen, als ich bin. Fakt ist, ich habe diese Liste nicht gemacht und ich habe auch nicht die Kraft dazu. Dazu bin ich nicht wichtig genug. Ich wollte mich in dem Punkt einfach wichtiger fühlen, als ich bin. Und das ist unglaublich lächerlich. Weißt du, wer die Liste macht? Unglaublich lächerlich. Und dazu jede Kritik, die mir dazu entgegenkommt, ist berechtigt. Ja, da muss er jetzt durch. Da muss er jetzt durch. Also Crowy, wenn jemand die Liste nicht macht, dann du, Bro. What the fuck? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die Macht dazu, irgendeine Person dort auszuladen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der auch nochmal nach dem ersten Statement für Verwirrung. Durfte auch nicht rein, Crowy. Es wundert mich extrem, wirklich. Bro, ich aus Kanada, Bro. Ich aus Kanada hab dich von der Liste nehmen lassen. Kein Problem. Weil ich einfach so getan habe, als hätte ich da eine Macht drüber. Als wäre ich dort wichtig genug und könnte das dort irgendwie entscheiden. Spaß, du warst nie auf der Liste. Ja, ich hab mich einfach nicht. Man musste da nichts runternehmen. Das ist auch das, was Monte gestern, der ja auch mit im Space war, schon gesagt hat. Hätte Monte da irgendwie diese Position gehabt in dem Alter, hätte er wahrscheinlich auch probiert, sich da lächerlich zu machen, und er konnte das auch verstehen. Ja. Und Leute machen Fehler und Leute stehen und müssen auch dazu. Das ist genau das, was ich meine, Bro. Das, I don't know, Bro. Philo ist jetzt nicht der größte Bastard, weil er das gemacht hat, so. You know, ich check, dass alle das jetzt so wollen. In 2 Wochen haben es eh wieder alle vergessen. Alle stehen und ja, das ist okay. Das nehme ich, den L-Tag nehme ich. Ja, das ist einfach peinlich. Da muss er jetzt durch. Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, wie viele Leute gestern bei dem Space-Mod mitgehört haben oder nicht. Aber das haben eigentlich alle auch so gesehen. Und auch Snipska meinte, dass dieser Clip, der in ihrem Stream war, halt auch unnötig war. Ja. Waren grob 700 bis 800 Leute. Komm ich jetzt zurück oder? Nee, nicht zurück oder? Ich sag einfach, das ist mieser guter Host, der Typ, Digga, Bilal. Ja, wenn Bilal da drin ist, dann kommen die Leute. Ja, da ruder ich nicht zurück. Das ist einfach das, was es ist. Ich habe mich dort wichtiger gemacht, als ich bin. Ich bin nicht so wichtig. Ich wollte mich cooler fühlen, als ich bin. Ich bin nicht so cool. Und ich sehe aus wie ein verfickter Loser. Und das ist alright, Mann. Ich bin in dieser Situation, in dieser Debatte ein verfickter Loser. Ja. Das ist auch okay. Da muss er durch. Das ist okay. Den take ich. Alles andere ist halt Schwachsinn, ja. Ich habe, wie gesagt, gedacht, dass eben das sachliche Statement hat das schon erklärt, aber ich glaube, es hat einfach nur für mehr. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dieses erste Statement von Philo, das war so ein bisschen wie so ein abgelesenes Management-Statement, obwohl es das nicht war. Er wollte das halt sachlich klären, ich check das. Ja, so ein PA-mäßiges, ja. Aber das ist auch wirklich schwer, weil man in so einer Situation will man nichts Falsches sagen, so. Also, ja, keine Ahnung, Bro. Gefühlt werden so Statements eben in der Luft zerrissen, wenn du die nicht komplett nailst, und du kannst die nicht komplett nailen. Verwirrung gesorgt. Deswegen war das gestern mit dem Space auch ganz gut, dass die Leute das dort mitbekommen haben. Dass auch. Wieso kennst du das Statement schon? Ich habe das erste Statement gesehen von ihm. Ja, im Stream auch schon gesagt hat. Keine Ahnung, was mich interessiert. Dass wäre er in so einer Position gewesen, wahrscheinlich auch irgendwie sich cool gefühlt hätte. Wie viele Subs muss ich giften, damit dieses Emote reinkommt? Bro, oh mein Gott, das ist nicht mal selber aktiviert. Oh mein Gott, actually. Und ja, dass das natürlich trotzdem zu verurteilen ist. Ja, Mann. Hallo. Ja. Ich relativiere das nicht. Ich gehe jetzt auch auf manche Sachen auf den Chat ein. Ich relativiere das nicht. Da gibt es nichts zu relativieren. Keine Ahnung. Guck mal, ich weiß, es ist mein Homie und natürlich sehe ich das übel subjektiv, aber das ist eine Sache, die allgemein, das war auch bei diesem Clip-Ding damals. Leute erwarten dann bei sowas immer ein Statement, dann gibt man ein Statement, wo man sagt, man entschuldigt sich, und dann sind trotzdem alle Leute noch sauer, weil man ein Statement gegeben hat, so, und jetzt zurückrudert. Ja, Bro, was soll man sonst machen? Soll man sagen, hey, ich fand's mega geil? I don't know, man. Man denkt manchmal über so Sachen nicht nach, dann passieren die. Ich glaube wirklich, dass Felix denkt, das war dumme Scheiße, die er da gemacht hat. You know? So, die Bilder sprechen für sich. Kein Plan. Dass er ein News-Sam-Emote in seinem Chat, weil er subspaten will, spricht für sich. Er hat ein Emote von mir, was Newsy-Liste heißt. Es ist jetzt schon ein Meme. Gestern auch, Bilal, yo, ich mach die Liste vom Space. Newsy-Liste. Digga, die 5 Subs freuen sich endlich, das neue Emote zu verwenden. Let's go. Ja, ich hab einen Clip gesehen, das war aber auch schon gestern Thema. Das war gestern auch schon Thema in dem Space. Da, ich hab einen Clip gesehen, wo man mich irgendwie als Rassist darstellt. Und ich glaube, das muss ich ja nicht mal erklären. Also, ich glaube. Also legit, Einzelchat wäre halt checkt, dass ich kein Racist bin. Und das ist ja auch was Dani selber und auch Bilal gesagt haben, dass die mir da in dieser Situation den Rücken stärken. Also ich bin halt kein Rassist. Ja, also das ist halt krass. Philo ist kein Rassist. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob so, also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist er keiner. Aber vielleicht sagt er das auch nochmal ganz kurz, weil viele Leute jetzt... Aber ein Wichser ist er. Aber auch von Daniel. Also das ist natürlich Quatsch. Aber das ist auch ein Thema, was natürlich mit dieser ganzen Gamescom-Thematik nichts zu tun hat. Ja, es ist auch suspekt, Digga, das ist super cringe. Das ist auch das, was ich take. Es ist super cringe, sich da größer zu machen, als man ist, sich da irgendwie krass darzustellen. Ja, ja, okay, reicht jetzt. Checken wir. 07. Er hat Scheiße gebaut, hat sich dafür entschuldigt, gut. So, was haben wir hier? Punkt aus Ende. Jeder macht mal dumme Sachen und ich hoffe, dass in Zukunft ihr einfach mitkriegt, dass ich nicht nachhaltig ein arroganter Wichser bin. Punkt aus Ende. Ich glaube, ich habe das im Vorhinein schon oft genug bewiesen, dass ich da eigentlich überhaupt
kein crazy Ego-Problem habe. In der Situation habe ich mich aufgespielt und das wisst ihr jetzt. Das wisst ihr jetzt.